Herzlich willkommen zurück zu Aladdin. Komische Umstände zwangen mich dazu, das gerade hier mal auszumachen. Deswegen einmal den Code eingegeben und wir können da weitermachen, wo wir vorhin eben aufgehört haben. Der Skarabäus passt, alles ist korrekt. Und die Geschichte habe ich, glaube ich, auch gerade schon mal vorgelesen. Nein, habe ich nicht. Okay. Mit Hilfe des Genies und des fliegenden Teppichs kann Aladdin der Höhle der Wunder entfliehen und fliegt zurück nach Agrabah. Boah, geiler Typ. Doch Abu kann einfach nicht still sitzen und hüpft auf dem Teppich herum. Der Abu, der Affe. Bis er runterfällt. Ja, ne? Bis einer weint und dann war's wieder keiner gewesen. Mitten hinein in den Sand der Wüste. Aladdin will Abu retten, doch der ist bereits in die Ruinen einer Pyramide gestürzt. Moment mal, gibt es Pyramiden im Orient? Nun bleibt Aladdin nichts anderes übrig, als seinem Freund in die unheimliche Pyramide zu folgen. Okay, und ich frage jetzt noch einmal ganz kritisch. Pyramiden waren doch in Ägypten, oder? Pyramiden waren in Ägypten. Und der Orient ist, glaube ich, woanders. Ich bin jetzt in Geografie nicht so richtig gut, aber ich glaube nicht, dass das zusammengehört. Egal. So, wir sind in einer Pyramide. Hurra. Hier ist viel Sand und hier gibt es ein Tuch. Und dieses Tuch ist das beste Utensil, was ich mir so vorstellen kann. Wow. Ach so, natürlich. Unheimliche Sandvögel. Ja, nicht sagen, aber wo kommt der ganze Sand denn bitte her? Haben Sie die Pyramide gerade irgendwie aus dem Boden gezogen, oder? Wow, was macht er hier? Wohnt der hier? Ist der schon... Seit Hunderten von Jahren bewache ich diese Pyramide. Es ist meine göttliche Pflicht, seit Hunderten von Jahren hier zu sitzen und mit Pfeilen durch die Gegend zu schießen, bis irgendein Idiot da mal reinläuft. Toll, ich dachte, hier gibt es irgendwas Besonderes. Ah, und ich bin schon wieder da, du wirst mich nicht los, ich bin ein Geist. Voll der Effekt. Abu, warum bist du weggerannt? Du bist ein Blödmann, Abu. Oh, der Skarabäus, was auch immer er tut. Woing, woing, woing. Oh, er schon wieder. Hallo, ich bin voll gut im Pfeile schießen. Ich übe das seit 300 Jahren. Wow, und jawohl, geschafft. Das war, bis auf den Umstand, dass da so ein Typ seit 300 Jahren Pfeile schießt, durchaus interessant. Ja, natürlich. Was, seid ihr bescheuert? Autsch! Diamanten! Wow! Das war, das hätte wehtun können. Mach mich eher schon wieder, ich gebe dir einfach hoch. Ich glaube, da habe ich wesentlich mehr von, als wenn ich an diesen blöden Mann vorbeigehe. So, was gibt's denn hier? Hier gibt's doch bestimmt Geschenke. Geschenke! Äpfel! Mit denen kann ich nach Leuten werfen. Die seit 300 Jahren erst jetzt. Jetzt habe ich genug drauf rumgesehen. Uah! Da unten kann man eine entspannende Akupunktur bekommen, was ich jetzt aber überhaupt gar nicht möchte. Brot? Na, Hähnchen ist auch lecker. Ich mag das Tuch, habt ihr schon mal erwähnt? Wow! Abu, Abu, bleib doch mal stehen, du Blödmann! Mann! Das ist schlimmer als ein Sack Flohhüten. Doch, Abu. Warum lässt du denn bitte schön meinen Affen durch und mich nicht? Ja, das könnte wehtun. Aua, meine Füße. Okay, wir merken uns, nicht einfach mehr wild drauf losspringen. So langsam entwickelt das Spiel so einen gewissen, nennen wir es mal, Anspruch. Los, komm, leg mich in Ketten hier. Uah, nicht du schon wieder. Du bist echt nervig. Nein, aua. Jetzt spring doch auch. So. Mehr dir. Wow. Oh Mann, du kannst aber einen super Zaubertrick. Aua. Wow, Schatzkammer. Ich muss echt zugeben. Ah, oh mein Gott, was ist das? Ein Monster. Uah, da ist doch der Abu drin. Mein Gott. Ja, jetzt kommt er raus. So. Komm, ich rette dich. Ha, das war witzig. Hä?
Er ist hypnotisiert. Jetzt nicht mehr. Doof, Mann. Dummer Affe. Affe. Hä? Du dummer Apu. Kommst du jetzt mit nach Hause? Komm, wir gehen. Komm mit. Dem, 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 dem. Da ist der Ausgang, siehst du? Erstmal noch ein Apfel zur Belohnung. Ja, Level 5 beendet. Es gibt schon wieder ein Passwort. Ich habe den ganzen Zettel voller Passwörter hier. Ich glaube, wenn ich einfach willkürlich irgendetwas eintippe, ist das bestimmt auch irgendein Passwort. So, dann haben wir hier noch den Sultan. Und dann haben wir hier noch Jasmin. So. Aufgeschrieben, abgemalt und was man alle noch so machen kann. Und ich drücke mal wieder auf Start. Aladdin wünscht sich vom Genie in einen Prinzen verwandelt zu werden. Werden, haha. Oh, super. Für Werden habt ihr eine extra Seite aufgemacht. Mit prächtiger Karawane zieht er als Prinz Ali Ababa in Agrabah ein. Nur als Prinz kann er um die Hand seiner Jasmin anhalten. Oh, Happy End. Muss ich jetzt als Prinz in Agrabah... Ach so, nee, ach so. Och, wie süß. Och, das ist wieder was. Ach, da müssen wir mal ruhig sein. Das ist was für die Frauen unter uns. Eine romantische, wunderschöne Flugfahrt auf dem fliegenden Teppich. Ach, wie ist das schön. Ich bin sicher, der ein oder anderen Dame drückt jetzt ein Tränchen ins Auge. Während der ein oder andere Mensch... das ein oder andere Männchen... weinend daneben sitzt, weil es gerade von der Frau eins aufs Maul bekommen hat. Weil die Frau sagt, siehst du, sowas will ich auch mal haben hier. Jetzt höre ich auf zu reden. Und wir genießen einfach nur diesen gigantisch schönen Teppichflug. Mit Aladdin, Jasmin, dem fliegenden Teppich und den funkelnden Sternen über Agrabah. Nur zwischendurch ein leichtes Bling vom Auffangen der Juwelen, die im Weltall herumfliegen. Warum auch immer. Wow, Aladdin, wir sind schlecht. Hör auf damit. Wow, mein Gott, die Gehkräfte, die gehen. Wow, Gott, ich falle runter. Hör doch auf. Wow, Aladdin, bist du bescheuert. Ach, das war nur Scherz. Oh, Fireworks. Was? Ist das Feuerwerk? Ah, wow. Ist das nicht romantisch gewesen? Bonusspiel beendet. Auch dafür gibt es jetzt wieder ein neues Passwort. Weil wir haben noch nicht genug davon. Und das Besondere an diesem Passwort ist, dass wir zweimal denselben Typen da haben. So, einmal hier Jafar, Jasmin, Aladdin und nochmal Jafar. Super. Ja, wenn das mal nicht geil ist. Ich habe Jafar übrigens einmal mit zwei F und einmal mit nur einem F geschrieben, weil ich nicht weiß, wie man den Typen schreibt. Ist mir auch egal. Fange ich jetzt einen neuen Part an? Ja, ich fange mal einfach an hier. Wir bleiben im selben Part und guck mal. Es scheint sich alles zum Guten zu wenden. Bis die Lampe gestohlen wird! Und Jafar, der neue Herr über den Genie ist. Oh nein! Er benutzt dessen Macht, um Aladdin an das Ende der Welt zu verbannen. Wo ist das Ende der Welt? Ach, das werde ich jetzt eh feststellen, glaube ich. Mit Hilfe des fliegenden Teppichs und Abu kann Aladdin wieder nach AG Rabah zurückkehren. Er ist bereit, sich einem Duell mit Jafar, den man übrigens mit einem F schreibt, zu stellen, um Jasmin aus den Händen des Magiers zu befreien. So macht man das heutzutage. Richtiger Kavalier, der Aladdin, ey. Oh.
Jetzt unterbreche ich doch mal den Part, das klingt hier so nach Endlevel und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass ich gleich durch bin. Und der letzte Part soll natürlich nur davon handeln, wie gut ich gewinne. Und ich habe gerade ein bisschen abgelost. Wie auch immer, bis zum nächsten Part.